Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit dem Lilien vom SV Darmstadt 98. Willkommen im Jahr 2016. Das erste Spiel im neuen Jahr ist der 17. Spieltag der zweiten Liga, also offiziell der letzte Spieltag der Hinrunde. Darmstadt bleibt auf jeden Fall Tabellenführer, egal wie das Spiel heute ausgeht. Aber wir wollen natürlich unser Punktepolster noch ein wenig verbessern, indem wir heute beim Red Bull Club 3 Punkte holen. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, nicht so schlimm. Wir sind ja mitten in der Transferphase, aber es ist noch relativ gar nichts passiert. Einzig und allein, wir haben unseren ehemaligen Kapitän Sulu verkauft an den FC Parma. Ansonsten haben wir noch ein paar Angebote für Strohengel natürlich bekommen und auch für Sheriff Ekrami, aber die bislang natürlich alle dankend abgelehnt. In Sachen Neuverpflichtung plane ich eigentlich auch gar nicht so viel. Da haben wir bislang, glaube ich, nur zwei Angebote noch am Laufen. Eins für Salisbury, den Australier, für die kommende Saison. Und wir haben noch Marvin Schulz von Borussia Mönchengladbach ein Leihangebot gemacht. Dazu aber nach dem Spiel noch mehr, denn ich denke, das werden wir doch noch ablehnen. Aber jetzt geht es erstmal um den 17. Spieltag. Ein Parallelspiel findet statt zwischen Sandhausen und den aktuellen Tabellendritten, den Club aus Nürnberg, die den 1. FC Köln mit einem heutigen Sieg noch überholen könnten. Und wir gucken kurz auf die Startelf. Jerome Gondorf ist ja leider noch verletzt. Zwar wieder im Mannschaftstraining, genauso wie Marvin Friedrich, aber beide heute noch nicht im Kader, aber spätestens nächste Woche beide wieder bestimmt bei 100% Spielfitness. Dafür können wir allerdings einen alten Bekannten begrüßen, Georg Teigl. Nach 3 Monaten Verletzungspause, eine halbe Ewigkeit, kehrt er zurück in die Mannschaft von Anfang an und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, gegen eben Rasenballsport Leipzig. Ansonsten Brecherie, Jorge, Nedom, die gewohnte Viererkette dann. Davor Weigel und Steinmann, wie gesagt, Grundorf noch verletzungsbedingt nicht dabei. Kouakou erhält den Vorzug vor Knoll, Della Fiore auf der Spielmacherposition, Kempe über rechts und ganz vorne natürlich Dominik Strohengel, unser bester Top-Torjäger. Unser bester Top-Torjäger. Das ist natürlich auch irgendwie doppelt gemoppelt. Aber ihr versteht, was ich meine. Gehen wir ins Spiel. Unser Kapitän in Bestform. Und ich habe letztens, habe ich glaube ich schon bei der letzten Aufnahmesession erzählt, ich habe letztens ein Interview von Strohengel gelesen. Und der Typ, der ist wirklich unglaublich sympathisch. Auf dem Boden geblieben, dieser ja, junger Mann, kann man vielleicht nicht mehr sagen. Wobei, natürlich ist 29 Jahre noch ein super Alter. Wow, und das läuft oder lief ganz gut bis zu einem bestimmten Punkt. Auf jeden Fall ein hochsympathischer Typ, völlig auf dem Boden geblieben. Auch wenn er den Engel im Namen trägt, ist das ein ganz, ganz sympathischer Typ. Soll ja sogar Leute geben, das ist kein Scherz, jetzt im Real Life, die fordern, dass Jogi Löw diesen Dominik Strohengel nominiert. Aber ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Nicht nur, dass Jogi Löw nicht so auf den typischen Neuner, wie Strohengel einer ist, steht, sondern Strohengel hat er bislang in Anführungszeichen nur in der dritten und zweiten Liga getroffen. Hat da eine überragende Quote ohne Frage, aber ich glaube, Bundesliga oder internationales Parkett ist dann doch ein bisschen was anderes. Aber jetzt hier zum Real Life, nicht zum Real Life, sondern zum virtuellen Spieltag. Spieltag 17. Wir wollen unser Punktepolster weiter ausbauen gegen Rasenballsport Leipzig. Die treten an in einen 4-4-2 mit zwei Spitzen, Paulsen und Palacios Martinez. Und ganz interessanter Mann ist die 35. Massimo Bruno, der belgische Nationalspieler, der ja in der letzten Saison virtuell noch ausgeliehen war an den Kumpelclub Red Bull Salzburg, aber jetzt offiziell ein Spieler von Red Bull Leipzig ist. Auf den bin ich mal sehr gespannt, in der zentralen Spielmacherposition. Unterstützt dann auch noch von Dominik Kaiser, den Standardspezialisten. Also Leipzig hat schon eine sehr auch spielstarke Mannschaft zusammen, die eigentlich um den Aufstieg mitspielen könnte. Und auch ein paar erfahrene Männer, wie zum Beispiel den Torwart, der Kapitän Coltorti, der ehemalige Schweizer Nationalkeeper. Und das ist Georg Teigl, der ehemalige Leipziger. Mittlerweile ja Nationalspieler Österreichs hier geworden.
3 Monate lang verletzt. Und auch ihn kennen wir, Heimo Wasserschneider. Hat uns im letzten Pokalspiel gegen Hertha zum Sieg gepfiffen. Also nicht, ihr versteht, ne? Das klang jetzt irgendwie nach, so nach dem Motto, wir haben den Schiedsrichter gekauft. Aber dem ist ja nicht so. Wir haben mit einer guten Leistung das geschafft, Hertha BSC aus dem Pokal rauszuschmeißen. Und auch hier beginnt der SV Darmstadt angriffslustig und zwingt Leipzig den Ball resolut wegzuschlagen. Dritte Minute, das erste Mal sind wir in Strafraumnähe. Einwurf Kempe auf Georg Teige. Erster Ballkontakt nach seiner Verletzung. Und jetzt wollte ich da durchstecken. Kuhaku kriegt da noch rein. Aber Contorti muss nicht eingreifen. Das ist er, Massimo Bruno. Der wahrscheinlich wertvollste Spieler der zweiten Liga. Martin Steinmann, guter Zweikampf, aber das war abseits. Tick zu spät gespielt. Gute Konterchance. Damit dahin. Ja, ein Tick zu spät gespielt. Da rückt die Innenverteidigung ganz gut raus. Hoheneder, einer davon, beim Freistoß. Langer Ball, Steinmann dazwischen. Della Fiore, Kuaku. Mal gucken, wie wir in das Fußballjahr 2016 reinkommen. Hoffentlich genauso erfolgreich, wie die Hinrunde es war. So überragend, 34 Punkte nach 16 Spielen. Während Nürnberg durch Robert Koch in Führung geht. Strohengel, Steinmann, Kempe mit dem langen Ball. Della Fiore stiehlt sich davon. Della Fiore kommt aber nicht zum Abschluss. Kempe bringt den Ball nochmal rein, aber erneut gut abgewehrt. Das ist Dominik Kaiser. Oh, das war ein riskanter Ball auf Hoheneder. Strohengel wäre da beinahe dran gekommen. Joshua Kimmich, deutscher U21 Nationalspieler. Poulsen, guter Ball auf Demme. Und er mit dem ersten Torschuss erzielt er die Führung für Rasenball Sport Leipzig. Der zentrale Mittelfeldmann eiskalt, lässt Ikrami keine Chance. Und da ist eine Riesenlücke in der Abwehr. Wo ist Joygé eigentlich? Wo ist Bregeri? Da stimmt die Abstimmung überhaupt nicht. Ikrami ohne Abwehrchance. Diego Demme, drittes Saisontor. Und Leipzig hat da aufblitzen lassen, wie technisch stark sie sind. Gut, aber jetzt haben wir noch reichlich Zeit, das Ergebnis zu korrigieren. So allerdings nicht. Strohengel kommt nicht ran. Pausen. Demme und der nächste lange Ball. Joygé vor Martinez. Ikrami. Langer Ball auf Kempe. Martin Steinmann. Natürlich das Fehlen von Jerome Gundorf wiegt schwer. Der Mann, der so viel läuft und so viel abackert. Flanke. Kempe und Kopfball. Dominik Strohengel, aber da war noch ein Kopf eines Leipzigers dran. Ich glaube von Marvin Kompea, der Abwehrchef. Werden wir nochmal den Treffer von Demme sehen. Hält den Ball flach, buchstäblich und schiebt ein. 18. Minute, erste Ecke im Spiel. Standards ja nicht unbedingt unsere Stärke bislang gewesen. Deswegen vielleicht jetzt mal Kempe mit der Ecke. Und da kommt Kuaku angeflogen. Aber der Kopfball, der geht deutlich ins Aus. Da kommt Kempe auch nicht mehr dran. Dominik Strohengel, hier nochmal kurz im Bild. 9 Saisontore bislang. Wie eingangs erwähnt, hochsympathischer Typ. Der Kapitän. Der Lilien. Jetzt kommt aber erstmal Bruno. Guter Ball auf Kimmich. Der dreht sich 5-mal um die eigene Achse. Kaiser. Oh, da ist Nedom rausgerückt. Kuaku muss hin. Oh, und da war ein leichter Schubser gegen Martinez, aber Spiel läuft weiter. Kuaku, Nedom auf Strohengel. Wohin mit dem Ball? Martin Steinmann. Rechts Georg Teigl. Seine Offensivvorstöße, die haben wir vermisst, aber hier bleibt er hängen an seinen ehemaligen Vereinskollegen Joshua Kimmich. Pausen. Demme, der Torschütze, raus auf Kimmich. Obwohl die Leipziger ohne echte Flügelspieler spielen, geht erstaunlich viel über die Flügel. Zurückgelegt auf Demme wieder. Kempe kommt nicht dran. Kaiser, schön gespielt. Beresensky, der Pole,
Aber gut rausgeköpft, diese Flanke. Strohengel. Das ist Kouakou, wollte der Della Fiore schicken, aber bleibt hängen. Zweiter Anlauf. Ruhiger Spielaufbau über Steinmann. Und Teigl. Vor Teigl wurde keiner, deswegen gibt es Freistoß. Matti Steinmann führt schnell aus. Teigl, Steinmann, Della Fiore, Strohengel, zurück zu Della Fiore, aber da sucht keiner den Abschluss. Aber Jorge hält den Ball in den eigenen Reihen. Teigl. Raus auf Kempe. Della Fiore, Strohengel. Wilder Matti Steinmann, glaube ich, bedient, der im Zentrum gestartet war. Aber wieder ein Leipziger Bein dazwischen. Die können sich jetzt hier auf das Konterspiel verlagern. Langer Ball, die kommen meistens an auf die schnellen Martinez und Pausen. Aber diesmal abgelaufen. Kempe, Steinmann, Strohengel mit der Hacke, Steinmann, Della Fiore. Aber dauert alles ein bisschen zu lange. Kouakou muss warten, bis Nilom in Position läuft. Doppelpass mit Kouakou, sehr schön gespielt. Und der will noch weiterleiten zu Della Fiore. Schade, dass der nicht ankommt. Hoheneder bekommt erneut gerade noch so sein Bein dazwischen. Das ist nochmal der bereits angesprochene Joshua Kimmich. Eins der großen deutschen Talente, das wir haben. Mal schauen, ob er seinen Weg in Leipzig weitergehen wird. Im Spiel als auch im wahren Leben. Nächste Ecke. Tobias Kempe. Kommt nicht schlecht. Und das ist das Tor. 1:1. Und ich glaube, es war Kouakou. Oder war es ein Eigentor? Auf jeden Fall ein Fehler von Contorti. Und ich glaube, der Ball ist ihm einfach durch die Handschuhe geflutscht. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Der Kapitän. Den erfahrenen Routinier. Und es wird als Eigentor tatsächlich gewertet. Und wir treffen mal nach einer Standardsituation. Und mir ist ehrlich gesagt egal, ob jetzt ein Eigentor oder einer von uns getroffen hat. Hauptsache, die Kugel liegt im Netz. Aber Leipzig antwortet mit Pausen. Steinmann resolut auf die Tribüne. Können wir notfalls auch. Man muss sich nicht immer spielerisch befreien. Einwurf, aber ein zweiter Ball erstmal im Spiel. Zurückgeworfen zu Demme, der Torschütze auf der richtigen Leipziger Seite aus Sicht der Leipziger. Wieder Kaiser. Demme. Berezutski oder wie auch immer heißt. Hab den Namen gerade nicht ganz lesen können. Kaiser. Da Berezinski, so heißt er, der Rechtsverteidiger. Arbeitet viel mit nach vorne. Nelon muss da bei ihm bleiben. Und Martinez holt den nächsten Eckball für sein Team heraus gegen Regerie. 45. Minute. Jetzt gibt es nochmal die Standardsituation für die Gastgeber. Und das ist natürlich eine Sache für Dominik Kaiser. Ecken sind immer gefährlich. Wir müssen aufpassen. Nicht kurz vor der Pause. Ekrani auch nicht sicher. Lässt den Ball allerdings nicht ins eigene Tor flutschen wie Kolltort hier auf der Gegenseite. Und jetzt der Fehler von Hoheneder. Den hätte er auch besser kontrollieren können. Das gibt uns Chance, ein bisschen durchzuschnaufen und uns neu zu sortieren. Della Fiore. Kurz vor der Pause. Strohengel. Oh, gut gedacht von Kempe, der seinen Captain einsetzen wollte, aber gut aufgepasst diesmal von Hoheneder. Und nochmal die Chance für Pausen. Aber der lässt den Ball auch ins Ausrollen. Zu Einwurf für Georg Teigl. Sekunden vor dem Pausenpfiff. Della Fiore. Nochmal ein Angriff, wenn es schnell geht. Über Strohengel. Aber Marvin Kompeer mit seiner ganzen Erfahrung. International erfahrener Mann. Setzt sich dadurch gegen Strohengel. Und jetzt erstmal wieder Pausen. Mit der Verlagerung auf Martinez. Nelon bei ihm. Schubser von Martinez, aber wird nicht geahndet. Es geht weiter. Er kann flanken. Jorge verliert das Kopfballduell. Gegen Pausen war es, glaube ich. Und das war fast nochmal der Schock in der gefühlten 10. Minute der Nachspielzeit durch ihn hier. Aber sein Kopfball geht Gott sei Dank knapp
vorbei. Und da hat Matti Steinmann gerade etwas komisch reingeblickt, als ob er Verstopfung oder sowas hätte. Jetzt hat er auf jeden Fall Zeit, 15 Minuten, um auf Klo zu gehen. Aber spätestens dann sollte dieses Problem gelöst sein. Nürnberg führt zur Pause in Sandhausen mit 1:0. Und in diesem Spiel, auch sehr kurios, noch kein einziger Schuss aufs Tor, laut Statistik, aber steht 1:1. Das gibt es auch nur hier in FIFA 15. Steinmann konditionell schon etwas angeschlagen. Und da möchte ich tatsächlich bereits zur Pause mal wechseln. Florian Jungwirth, der so in den letzten Partien, wenn er gespielt hat, immer recht zuverlässig war. Und deswegen möchte ich ihm heute auch mal wieder die Chance geben, eine komplette Halbzeit lang sich zu beweisen. In seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld an der Seite von Julian Weigel. Er kommt also rein für Matti Steinmann. Aber sobald Jerome Gondorf zurück ist, wird er diesen Platz natürlich wieder einnehmen. Zweite Halbzeit ist gestartet. Darmstadt schon wieder im Vorwärtsgang, immer noch ganz in Weiß. Nelom, warum flankt er nicht? Schade. Von links nach rechts im Durchgang Nummer 2. Regerie. Gekonnt den Ball vom Fuß geklaut. Della Fiore zeigt an, da will er den Ball haben. Und da bekommt er ihn auch hin. Della Fiore. Mit der Flanke in den Rückraum, wo Strohengel auch gelauert hat, aber etwas zu ungenau. Beresinski. Bruno, von ihm noch nicht so viel zu sehen. Von den vier Mittelfeldakteuren bislang sogar der unauffälligste bislang. Gutes Zweikampfverhalten davon, Jungwirth war es, glaube ich. Klasse den Ball im Spiel gehalten. Teigl hat ein bisschen Platz. Und er schickt Strohengel. Kein Sprinter, aber Compea, was das Sprinttempo angeht, wohl auf einem ähnlichen Niveau. Aber von daher könnte er sich vielleicht sogar schon mal durchsetzen. Heidinger. Verfolgt von Strohengel. Der wollte den Ballverlust wieder gut machen anscheinend. Aber seine Teamkollegen haben den Ball schon wieder genommen. Wenn ich jetzt da vermutet hätte, dass Pompeo daneben grätscht. Langer Ball von Kempe. Sehr gutes Ding. Auf Florian Jungwirth. Der wird gefoult. Und es gibt Elfmeter. Und wieder Elfmeter gegen Red Bull Leipzig. Ich glaube, in den letzten beiden Spielen in der Vorsaison haben wir schon immer einen Elfmeter bekommen gegen die Leipziger. Und so auch heute. Der eingewechselte Jungwirth wird gezogen von Heidinger. Und das gibt natürlich zu Recht den Elfmeter. Während Motriz ins Spiel kommt für den kleinen Martinez. Der Mann mit der Rücknummer 7. Aber vorher gibt es natürlich den Strafstoß. Ich erinnere mich noch, den ersten hatte damals Exlager verschossen. Den zweiten hatte Strohengel verwandelt. Und heute schießt natürlich wieder Dominik Strohengel im Duell der beiden Kapitäne. Dominik Strohengel, Führung! Spiel gedreht, 57. Minute. Und Strohengel wieder in seiner Lieblingsecke, unten rechts. Schickt Cortorti in die falsche Ecke. Viertes Elfmeter-Tor bereits in der laufenden Saison. In der Vorsaison war es ein bisschen andersrum, dass er Elfmeter gegen uns gepfiffen wurde. Aber hier und heute unser vierter Elfmeter bereits. Und das ist, denke ich, ein ganz realistischer Wert. Und wieder verwandelt unser Top-Torjäger. Zehntes Saisontor für Dominik Strohengel. Spiel gedreht. Und damit würden wir unser Punktepolster weiter aufbessern. Aber wir haben noch über eine halbe Stunde zu gehen. Und wir haben ja gesehen, technisch ist das eine unglaublich gute Mannschaft. Beresinski, der Pole, führt lange den Ball. Dämme, viel Platz für Kimmich. Raus auf Heidinger, der den Elfmeter verursacht hat. Gegen den eingewechselten Jungwirth. Flanke abgefangen von Ikrami. Und da hatte ich doch mal wieder ein gutes Gespür, muss ich mich doch mal lobend anerkennen. Der eingewechselte Jungwirth praktisch mit der Torvorlage. Della Fiore. Strohengel. Schön gemacht, Della Fiore. Kempe. Strohengel. Jungwirth. Und dann durchgesteckt zu Kouakou. Aber die Flanke abgefangen von Dominik Kaiser. Schade. Und jetzt wieder alle Mann zurück.
verteidigen. Morris, erster Ballkontakt. Pausen. Mit der Hacke. Bisschen zu viel. Klein, klein. Und dann der Befreiungsschlag. Mal völlig missraten da. Von Julian Weigel war es, glaube ich. Wobei, da war noch ein Leipziger dran. Dann ist alles gut. 67. Zweiter Wechsel bei den Gastgebern aus Leipzig. Fandrich kommt in die Partie. Hier zu sehen der Mann mit der 34. Ersetzt den etwas defensiveren Kimmich. Julian Weigel. Nedom. Kwaku. Strohengel will durchstecken, aber Beresinski mit gutem Stellungsspiel. Kaiser. Pausen. Lässt sich weit zurückfallen. Massimo Bruno zeigt da auch seine fußballerischen Qualitäten. Beresinski, Kaiser. Oh, Leipzig da mit sehr vielen Leuten jetzt aufgerückt. Nelom kann die Flanke nicht verhindern. Immer noch Gefahr. Kempe. Und Teigel haut das Ding raus. Und das war optimal gespielt. Strohengel für einen Konter. Della Fiore. Schickt Kouakou. Kriegt er den? Den kriegt er. Aber wo ist die Unterstützung? Kouakou gegen zwei verliert den Ball. Pausen. Jetzt haben sie viel Platz da im Zentrum. Fandrich, der hat natürlich noch Kraft. Raus auf Bruno. Quer gespielt. Jungwirt lässt sich da vernaschen. Flanke in den Strafraum. Ekrami ist da. Aber die Klärungsaktion viel zu kurz. Leipzig kommt nochmal. Nelom und Kouakou gut zusammengearbeitet. Langer Ball. Della Fiore auf Strohengel. Della Fiore lässt durch für Nelom. Della Fiore. Kouakou. Kouakou. Della Fiore. Strohengel. Wo sind die Anspielstationen? Nochmal links raus auf Nelom. Die Batterie ist fast leer. Aber jetzt der Fehlpass, das hat mich irritiert. Das hätte nicht sein müssen. Pausen. Aber Georg Teigl, das war überragend vom Rechtsverteidiger. Konter dadurch, Kouakou. Strohengel setzt sich durch. Della Fiore ist mitgelaufen. Und ganz unten, das ist Kempe. Und was war das denn? Abstoß? Ich habe da jetzt gerade gar nicht realisiert, was passiert ist, während Leipzig den dritten Wechsel vollzieht. Aber ich glaube, die Wiederholung dürfen wir jetzt nicht nochmal sehen, oder? Was war da denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Abstoß, Ecke? Ich weiß gar nicht, was Kempe da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie er den vorbeigesemmelt hat. Ich dachte, Contorti wäre da noch dran gewesen. So, die riesige Konterchance. Liegen gelassen. Und jetzt kommt Morris. Gegen Jorge. Ball auf Bruno. Und jetzt gibt's rote Karte. Was zur Hölle ist hier denn jetzt los? Julian Weigel fliegt vom Platz. Als Notbremse wohl geahndet. Kurz vor der 16-Meter-Linie. Und wie fällt Bruno denn dahin? Aber diese rote Karte ist ja mal sowas von übertrieben. Und auch noch eine überragende Freistoßposition für Kaiser. Wir müssen erstmal kurz umstellen. Einen Offensiven rausnehmen. In dem Fall Della Fiore. Und wir haben keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank. Da macht sich das Fehlen von Gondorf bemerkbar. Ivana wird für ihn kommen und Niederlechner. Wobei Seiler ist der bessere Konterstürmer. Seiler kommt nochmal für Strohengel rein. Hui, hui, hui. 3 Minuten vor dem Spielende. Unser Sturmduo geht vom Feld. Was ein kurioses Spiel. Eigentor von Contorti. Dann das Elfmeter-Tor von Strohengel. Und jetzt diese kuriose rote Karte für Julian Weigel. Und jetzt die Riesenchance zum Ausgleich. Kaiser und Bruno sind zwei hervorragende Freistoßschützen. Ivana geht da zurück, aber will wohl einer ablegen. Denkste?
Hui. Da muss ich wirklich einmal durchpusten. Dominik Kaiser. Und da fehlte nicht viel. Knapp über den Kasten. Keine Ahnung, ob Ikrami da rangekommen wäre. So, noch 2 Minuten überstehen. Rauf das Teil auf die Darmstädter Ecke. Und Kouakou mit dem Hackentrick einfach mal ins Aus. Wieso nicht? Aber hier spielen ja heute alle verrückt. Langer Einwurf. Kouakou verliert das Kopfballduell, aber macht nichts, denn der Ball ist im Seitenaus. Einwurf für uns. Kouakou. Ivana. Wieder an Ivana. Kouakou. Kriegt den Ball noch irgendwie mit dem Außenriss weitergespitzelt. Heidinger. Gegen Ivana. Und der hält den Ball noch im Spiel. Kouakou. Ah, kommt nicht ganz dran. Kommt Kouakou. Ah, oh, wieder nicht ganz. Ball in die Spitze. Bregeri passt auf. Klasse gemacht. Marco Seiler. Verliert den Zweikampf. Kouakou. Nochmal Seiler. Klasse Ball. Aber abgewehrt. Joygi holt den Kopfball. Bringt alles Zeit für uns. Kouakou. Darmstadt. Nochmal zur Erinnerung. In Unterzahl. Jetzt der Ballverlust von Kouakou. Aber das macht nichts. Denn der Schiedsrichter Heimo Wasserschneider beendet die Partie. Was ein Kampfspiel am Ende. Ich kann es nicht anders sagen. Ein sehr kurioses Spiel. Ein Eigentor. Ein Elfmeter. Eine sehr fragwürdige rote Karte. Aber was am Ende zählt, sind mal wieder 3 Punkte. Und mal wieder haben wir einen Rückstand in einen Sieg gedreht. 2:1 für den SV Darmstadt. Durch ein Eigentor von Coltorti, den Leipziger Keeper, und Dominik Strohengel. Wenig Schüsse, wenig los eigentlich in den Strafräumen. Aber trotzdem, ich kann einfach kein anderes Wort als kurios für diese Partie verwenden. Ikrami, allgemein die Defensive mit guten Noten. Jungwirth hat seinen Einsatz auch wieder ausbezahlt, hat das Tor von Strohengel mehr oder weniger vorbereitet durch den Elfmeter, den er verursacht hat. Kouakou nur mit einer 5,9, wieso das denn? Weigel mit einer 4,5 nach seiner roten Karte. Ich hoffe, er wird jetzt nicht allzu lange gesperrt fehlen. Und es bleibt aber dabei, wir können wirklich zu keinem Zeitpunkt der Saison mit der wirklich allerbesten Mannschaft auflaufen. Gondorf wird auf jeden Fall zurückkommen. Aber jetzt wird Julian Weigel dafür wiederum auf jeden Fall im nächsten Spiel gesperrt sein. Vielleicht sogar noch länger. Werden wir gleich mal sehen. Strohengel, Spieler des Tages mit einer 7,5. Unser Goalie, unser Goalgetter vielmehr. Während Nürnberg ebenfalls gewinnt, 2:0 beim SV Sandhausen. Die Erfolgsstory vom SV Darmstadt scheint also weiterzugehen. Kein herzliches Wiedersehen für Teigel bei RB Leipzig. FSV Frankfurt verpflichtet Hamza Al-Dadur für 150.000, während der FC Basel Petschko vom 1. FC Köln für 3,1 Millionen Euro verpflichtet. Und wir sehen Strohengel jetzt gleich auf mit Paesch vom 1. FC Nürnberg. Und wir gucken mal kurz auf die Tabelle. Ah, es gibt noch 2 Montagsspiele. Ah, da könnte Paderborn punktemäßig zum Mitabsteiger 1. FC Köln aufschließen. Wir wiederum haben momentan 5 Punkte Vorsprung vor den Tabellenzweiten, 6 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Das sieht doch sehr ordentlich bislang aus. So, und da sehen wir ein paar Transfers. Sascha Horvath, der ja im letzten Part noch auf unserer Wunschliste stand, wechselt zur Lierse SK nach Belgien, während Murillo vom FC Granada für 4,6 Millionen Euro nach Italien zum FC Turin wechselt. So, und ich habe ja eingangs des Partes erwähnt, ich wollte noch etwas verändern bezüglich des Angebotes von, ich glaube, er heißt Marvin Schulz. Gucken wir gleich nochmal drauf. Aktuell ist aus Holland, löschen wir. Transferangebot wieder für Sheriff Ikrami. Da stehen die Vereine tatsächlich Schlange. Der FC Nantes, französischer Erstligist. Aber da fordern wir mal 2,375 Millionen. Ist eine schöne Summe. Die möchte ich auf jeden Fall haben, werden sie aber nicht bezahlen. So, dass Wien das Angebot für Horvath ablehnt, ist mir klar, denn der ist jetzt gewechselt. Angebot zur Ausleihe angenommen, das möchte ich jetzt allerdings ablehnen.
Und zwar aus dem einfachen Grunde, ich suche ja einen einfachen Backup-Spieler und 4000 Euro Gehalt, das ist dann doch eine ganze Menge. Vor allem für einen Backup-Spieler, der sowieso vielleicht ein, zweimal spielen soll. Von daher lehnen wir das Angebot ab und suchen noch einen anderen Innenverteidiger mit etwas weniger Gehalt. Da sollte sich doch was finden lassen. Und Spieler gesperrt. Boss, Ihr Spieler Julian Weigel wurde während des letzten Spiels gesperrt. Hat ein Sp Oh ja, ein Spiel nur Sperre. Nach einer roten Karte nur ein Spiel Sperre. Das ist ja noch akzeptabel. Okay. Wird Gundorf halt für ihn im nächsten Spiel auflaufen. Aber, nein, ich wollte nicht zu den Verträgen. Ich wollte noch einen Spieler suchen. Genau, das wollte ich. Die Suchkriterien sind leider nicht mehr eingestellt. Ach stimmt, wir haben ja zwischendurch noch freie Spieler gesucht. Diesmal suchen wir wieder Spieler auf der Leihliste. Am besten aus Deutschland. Defensive Innenverteidiger. So, muss wirklich nichts Großartiges sein. Joelmiro, ebenfalls aus Gladbach. Denn Marvin Schulz, von den Werten her, ist das ja schon ganz ordentlich eigentlich. Den brauchen wir nicht. Teichgräber. Habe ich schon beim letzten Mal gesagt, den müsste man eigentlich schon alleine wegen des Namens holen. Und wisst ihr was? Wir machen das auch. Wie viel Geld hast du denn, mein Freund? 1000 wäre ganz gut. Er 2000, okay. Aber einer mit 1000 wäre mir noch etwas lieber. Wir müssen wirklich sparen, wo wir nur können. Yannick Schulze von Hannover 96 ebenfalls. Der hat sogar 3000. Nee, den wollen wir dann auf jeden Fall nicht. Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart. 2000 ebenfalls. Nein, wir gucken noch ein bisschen. Özgür Özdemir. Auch alleine wegen den Namen muss man ihn eigentlich schon holen. Vom Club aus Nürnberg wird auch schon 3000. Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Tim Rieder vom FC Augsburg. Wie sieht das bei dir aus? Auch 2000. Mann, ihr seid alle zu stark. Tim Welker, der ist dann wiederum zu schlecht. Genauso wie die jungen Talente hier. Marc Uhde. Sorry, wenn das jetzt hier gerade ein bisschen länger dauert, aber ich muss wirklich jeden Cent fünfmal umdrehen. Denn wir müssen wirklich Geld sparen. Wo wir nur können. Dennis Slammer von Eintracht Braunschweig. 1000! Das ist doch optimal. Dennis Slammer von Eintracht Braunschweig. Den werden wir jetzt ohne Kaufoption für den Rest der Saison hoffentlich noch ausleihen. Auch wenn sein Vertrag ausläuft. Aber das ist ja relativ Wumpe. Braunschweig hätte trotzdem theoretisch die Möglichkeit, während seiner Leihphase den Vertrag zu verlängern. So, ansonsten haben wir momentan nicht so viel am Laufen. Außer für unseren Australier, genau, Sainsbury vom PEC Zwolle, den wollen wir noch für die kommende Spielzeit verpflichten. Ansonsten hoffe ich einfach nochmal auf Angebote für Galindo und unseren Koreaner, die ja beide noch auf der Transferliste stehen. Gehen wir ein bisschen voran. Ihr wisst ja, während der Transferphase dauern die Parts immer ein bisschen länger. Vor allem, wenn unsere gewünschten Spieler immer wieder die Angebote ablehnen. So, beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, 11.000 geboten. Hoppala, so. Ich glaube, das ist schon fast das Maximum, was ich anbieten kann und anbieten will. 12.500. Für 4 Jahre allerdings dann. Und du wärst ein wichtiger Stammspieler. Marktwert 900.000. Nicht zu verachten. Granada hat das Angebot für Ikrami abgelehnt. Und Marvin Friedrich sagt, was die Position von Sulu betrifft. Hallo Trainer, ich glaube, ich wäre der richtige Mann, um die momentan freie Position von Sulu zu übernehmen. Ich hoffe, Sie geben mir eine Chance. Ja, der Bankplatz von Sulu, da kannst du dich gerne hinsetzen. Der ist schon reichlich aufgewärmt, denn Sulu hat da sehr lange gesessen. Lautern verpflichtet Jorge Ramos für 1,7 Mille. Natürlich ein Stürmer. Habe ich, glaube ich, damals beim Spiel gegen Lautern schon gesagt. Die Transferpolitik von Lautern in diesem Spiel ist 1A. Ich glaube, das ist schon der 9. oder 10. Stürmer, den sie jetzt im Kader haben. Dafür haben sie nur 8 Mittelfeldspieler oder so. Das ist natürlich ganz, ganz clever. Ja, Computer, KI und so, das ist auch so eine Sache, was man in FIFA 16
verbessern kann, allgemein im Karrieremodus, der sollte mal komplett neu aufgearbeitet werden. Gucken wir uns mal eben die letzten Ergebnisse an. Paderborn hat gewonnen, erwartungsgemäß 2:0 gegen den KSC. Dann können wir noch mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Nach der nun offiziell kompletten Hinrunde 37 Punkte nach 17 Spielen. Das ist einfach überragend gelaufen für den SV Darmstadt. 26 Tore ist okay. 10 Gegentore wiederum ist überragend. Die beste Defensive der Liga. 11 Siege, 4 Unentschieden, nur 2 Niederlagen in der ersten Saisonhälfte. Das kann gerne so weitergehen. Und wir sehen schon den ersten Gegner, den ersten offiziellen Gegner der Rückrunde, nämlich der FC St. Pauli. Jetzt muss ich erstmal Weigel kurz aus der Startelf nehmen. So, Gundorf hat noch ein Pflaster, aber das bekommt er hoffentlich noch bis zum Spiel weg. Und Friedrich zählt immer noch als verletzt. Okay, aber ich kann ihn auf die Bank immerhin schmeißen. Mal kurz in den Verletztenbericht schauen, wie lange die beiden noch ausfallen. Verletzte Spieler. Gundorf noch offiziell 7 Tage und Friedrich noch 4 Tage. Also beide stehen uns auf jeden Fall zur Verfügung, auch wenn Gundorf natürlich noch leicht angeschlagen ist. Aber ich denke, er wird trotzdem gegen Pauli von Anfang an auflaufen. Kämpferherz, Jerome, Gundorf. Und wieder ein bisschen voran. Wir werden sowieso momentan jeden Tag unterbrochen. Und ihr seht schon, ich habe ja einige Scout-Berichte angefordert. Thomas Ohr zum Beispiel kann ich direkt streichen. Tevrede, Gesamtstärke 68 von Feyenoord. Ehemaliger Vereinskollege von Nelon. Den lasse ich mal mit drauf. Marc Uth, den hatten wir ja schon in der Vorsaison auf den Zettel. 69, auch wenn wir Stürmer nicht unbedingt brauchen. Und mal wieder ein Linksfuß. Also es ist echt sensationell, wie ich immer fast Linksfüßer verpflichten möchte. Matthias Geert, auch interessanter Name. Du bist sogar ein Rechtsfuß, hast aber zu viel Gehalt. Gesamtstärke 70. Schabo Schwager, ein weiterer Spieler vom SC Heerenveen, was mich überhaupt nicht verwundert. Vom linken Flügel, ein Ungar. Braucht mir eigentlich nicht von der Position her. Und Stipe Perica von Ennezer Breda, 20 Jahre jung. Sprinttempo, Kopfball stark. 1,93 groß, Kroate. Sieht auch recht interessant aus. Warum habe ich den gestoutet? Ich weiß es zwar nicht mehr, aber den lassen wir auf jeden Fall auch mal mit drin. Sieht recht interessant aus. So, die Mails können wir dann alle löschen. Und wieder ein Transferangebot. Und natürlich wieder für Ekrami. Diesmal vom FC Zürich. Das können wir so eben machen. Und ich glaube, ich lehne beim nächsten Transferangebot auch die künftigen Angebote für Ekrami ab. Denn 2,5 Millionen Euro möchte sowieso kein Verein für den Ägypter bezahlen. Ziel Lorient, Krasic kostet fast nichts. Lakic ist immer noch heiß begehrt. Der Top-Torjäger der zweiten Liga. Barcelona verpflichtet Gilgal Gigla. Ist das ein echter Spieler? Sieht schon fast danach aus. Für 9,5 Millionen Euro von Girondor. Bordeaux. Der teuerste Transfer bislang in dieser Periode. Und Avellaneda. Wechsel zum VfL Bochum für knapp 700.000 Euro. Also unsere Zweitligisten, Kompan können echt mit Summen um sich schmeißen. Das sind Summen, davon träumt der SV Darmstadt. Aber vielleicht wird dieser Traum bald Realität, wenn wir aufsteigen sollten. So, aktuell ist es aus Frankreich. Und das nächste Angebot für Ekrami. Jetzt reicht's mir. Künftige Untersagen. Genau wie bei Dominik Strohengel. So, Angebot zur Auswahl angenommen. Dann haben wir auch unseren Backup-Innenverteidiger mit Dennis Slammer von der Eintracht aus Braunschweig. Hat nur 1.000 Gehalt. Wunderbar. Viel mehr muss es auch gar nicht sein. So, Steinmann hat einen Form hoch. Das freut mich. Gucken wir uns den jungen Mann eben kurz an. Da ist er mit einer 55. Ja, finde ich absolut in Ordnung. Viel mehr muss das auch nicht sein. So, mal kurz sortieren. So viel Zeit muss sein. Die letzten beiden möchte ich noch verkaufen. Galindo
Und Kim Chang So. Weigel ist gesperrt. Und das ist also Slammer. 21 Jahre jung. Und natürlich ein Linksfuß. Ey, das ist ja nicht zu fassen. 1,90 groß, 87 Kilo. Schwacher Fuß, 4 Sterne. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Aber die Fähigkeitsattribute jetzt nicht so überragend. Aber Grätsche und fairer Zweikampf. Sieht ganz gut aus. Das Wichtige für einen Innenverteidiger. Und Stärke 74. Sprintgeschwindigkeit 55 ist noch in Ordnung. Aber reicht momentan nicht für einen Platz auf der Bank. Friedrich wird immer noch als verletzt angezeigt. Gut möglich, dass der gute Slammer sogar auf der Bank Platz nehmen wird. Im ersten Spiel der Rückrunde. José Enrique sagt, ich bleibe. Keine Ablöse für Dempsey. Oh, der FC Genua hat Clint Dempsey den US-Boy verpflichtet. Ziel von Paderborn. Ibere kostet fast nichts. Also man sieht, auch die Konkurrenten sind bemüht, Spieler ablösefrei zu verpflichten, während mein Kater hier schon wieder rumschreit. Ich glaube, es wird gleich Zeit, ihnen ein bisschen was zu Futter zu geben. Aber vorher beenden wir natürlich noch eben schnell diesen Part. Wobei schnell natürlich wieder relativ ist. Ein paar Spieler wurden wieder fertig gescoutet. Bosanic, Gesamtstärke 67. Ja, sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Marco Schönbeckler, einer meiner Favoriten eigentlich, hat eine 68, 10.000 Gehalt allerdings. Der Mann vom FC Zürich, Marktwert 1,1 Mille. Lassen wir auch erstmal so im Raum stehen. Park Kwang-yong, der Nordkoreaner vom FC Basel. Auch eine 68, 10.000 Gehalt ebenfalls. Auch nicht verkehrt. Alexander Gonzalez. 65, Gehalt 6.000 von den Young Boys Bern. Oh, allerdings erst 23 Jahre jung. Können wir auch erstmal mit drauf lassen. So, das waren die vier Spieler aus der Schweizer Liga. Und dann wurden noch zwei weitere Spieler gescoutet. Aus Frankreich, glaube ich. Gbocci, der wird wahrscheinlich viel zu teuer sein. So ist es, der hat eine 77. Jo, das war mir irgendwie schon bewusst. Und Kuku, das war der andere, der fertig gescoutet wurde, auch eine 68. Also wir scouten wirklich viele Spieler mit einer 68er Bewertung. Der hat nur 1.000 Gehalt. Der Mann aus dem Benin von Chamniotois aus der französischen zweiten Liga. Als Backup-Spieler auch nicht verkehrt, ne? Für 1.000 Gehalt gerade mal. Aber wie viel fordert er? Ah, er fordert 4.000. Was allerdings auch immer noch eine ordentliche Summe ist. Behalte ich auch nochmal im Hinterkopf. Könnte durchaus was werden. Aber erstmal möchte ich die Sache mit unserem australischen Innenverteidiger klären. Mal gucken, ob das noch was wird. So, die beiden können wir also löschen. Ekrani wurde wieder abgelehnt. Wunderbar. Und dann war es nur noch ein Tag bis zum nächsten Spiel in der zweiten Liga. Da sehen wir nochmal den Wechsel von Slammer, Laie zu Darmstadt. Und Luis Adriano wechselt für 6 Millionen Euro, relativ günstig, zu Newcastle United in die englische Premier League. Nachdem Saint-Étienne ihn anscheinend von Schachtar Donetsk verpflichtet hat. Luis Adriano, der ja im Real Life die Champions League Torschützenliste anführt, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und Trent Sainsbury lehnt schon wieder ab. Also ich möchte ihn eigentlich nicht 15.000 bezahlen, das ist mir einfach zu viel. Machen wir mal 13.000. Ansonsten müssen wir uns wirklich mal nach einem Alternativspieler Ausschau halten, denn da sind ja noch ein paar andere Innenverteidiger gewesen. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt gleich noch. Nachdem wir den Abschlussbericht von Torspi uns angeschaut haben, ein weiterer Spieler des SC Heerenveen. Gesamtstärke 64, eventuell für die nächste Saison etwas. So, da gehen wir aber jetzt erstmal eben raus. Sainsbury sagt, ich bleibe. Und danach sieht es momentan dann doch leider aus. Silva wechselt für 7 Millionen zu Real Madrid von Benfica Lissabon.
Also die Top-Vereine schnappen sich die Top-Talente. Gucken wir auf die ersten Ergebnisse des 18. Spieltages. Ingolstadt bezwingt Aue 1:0. Nürnberg spielt nur 1:1 bei FSV Frankfurt. Und Sandhausen schlägt Union Berlin mit 2:1. Also Nürnberg lässt schon mal wieder Punkte liegen. Der aktuelle Tabellenzweite kann aber überholt werden vom Köln und von Paderborn. Und wir können beim nächsten Mal unsere Führung hoffentlich noch weiter ausbauen. Und mal wieder der FC Bayern, schon seit einem gefühlten Jahrzehnt hier in diesem Spiel, verhandelt mit Barcelona über einen Luis Suarez-Wechsel. Darmstadt hat die perfekte Balance gefunden, sagt Trainer von FC St. Pauli. Sehr kreativer Name. Trainer vom FC St. Pauli. So, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Aber die Sache mache ich nochmal eben schnell fertig. Bei den Innenverteidigern schauen wir jetzt nochmal. Da werden auch noch ein paar Spieler gescoutet. Was macht Zuma hier? Braucht mir nicht. Den braucht mir nicht. Jeffrey Boomer. Ja, Vertrag läuft nicht aus. Hätte mich auch gewundert. So, das sind unsere Innenverteidiger. Das sind ja alles Innenverteidiger. Dammit. Ein Rechts- und ein Linksverteidiger sind noch da. Aber das sind noch unsere Alternativen. Taulan Shaka. Wie viel Gehalt hast du denn, mein Freund? 6.000. Der Bruder von Granit Xhaka. Christopher Schindler wäre noch eine Alternative. Ich denke, das wäre auch nicht schlecht. Von 1860 München hat 9.000 allerdings. Und dann haben wir hier noch Kenneth Otigba von unserem Lieblingsverein SC Heerenveen. Ebenfalls 9.000. Wäre jetzt natürlich die Frage, ob einer von den beiden für weniger Gehalt kommen würde als Sainsbury. Und die andere Frage, von der Stärke her, sind die auch auf einer 68 oder eventuell schwächer oder sogar stärker? Wer weiß, wer weiß. Gleiches gilt auch für Taulan Shaka. Ich möchte die beiden hier mal eben kurz vergleichen, aber wir wissen noch zu wenig über die beiden. 12 Tage dauert das Scouting noch und in der Zeit besteht natürlich auch die Möglichkeit für andere Vereine, diese Spieler ablösefrei zu verpflichten. Deswegen würde ich ungern lange warten. Aber ich gucke mal die ganzen Einschätzungen eben durch. Passen ist Schindler besser, Defensive ebenfalls, Mentalität wird wahrscheinlich Otigba etwas besser sein. Schießen ist unwichtig. Technische Fähigkeiten. Oh, da ist Schindler ganz klar im Nachteil. Und Athletik ebenfalls. Oh, schwierig. Schindler ist 1,88. Otigba 1,87. Ich mache erstmal Otigba. Oder? Oh ja, schaut euch mal die Werte an. Sprungkraft, Stärke und Sprinttempo stark bei einem Innenverteidiger. Ja, ich glaube, den möchte ich gerne verpflichten. Für 4 Jahre. Er möchte auch für 4 Jahre. Das ist sehr gut. Dann machen wir das mal erstmal mit 9.000. Aber höchstwahrscheinlich wird auch da die Meldung kommen. Ich fühle mich hier wohl. Ich möchte gar nicht weg. Bei Schindler ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, deutlich geringer, da wir ja in der gleichen Liga spielen. Warten wir erstmal ab. Otigba wäre natürlich auch eine tolle Alternative. Mal schauen. Warten wir es ab und trinken ein bisschen Tee. Nein, wir trinken ein bisschen Tee. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Lilien vom SV Darmstadt 98. Tut mir mal wieder leid, dass sich die Parts wieder ein bisschen in die Länge ziehen. Aber Transferphase und so. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen abermals und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim 18. Spieltag Rückrundenauftakt FC St. Pauli gegen den SV Darmstadt 98. Bis dahin macht's gut, macht euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.